Guten Morgen zusammen. Ich muss das Ganze nochmal wiederholen, deswegen hört es sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch an, so von meiner Tonlage. Ich habe diese Aufnahme gerade vor ein paar Sekunden schon gemacht, habe aber festgestellt, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Naja, wir sind unterwegs Richtung Münster zu einer weiteren Tour mit den Longboards, um meine Fähigkeiten da so ein bisschen zu verbessern noch oder zu vertiefen. Und wollen das Ganze starten am Aasee und von da aus dann mal schauen, wo es uns so hintreibt. Das Wetter sieht ganz angenehm aus. Wir haben zurzeit 1 Grad, 9 Uhr morgens. Aber es soll trocken bleiben und daher nehmen wir diese Fahrt von knapp 60 Kilometer jetzt auf uns und werden uns dann einen schönen Tag in Münster machen. Ein bisschen Essen haben wir eingepackt, guten Kaffee. Was heißt gut, mein Instant-Kaffee von Jakobs, wisst ihr ja mittlerweile. Aber den trinke ich halt sehr gerne. Und somit genießen wir jetzt schon mal die Anreise in unserem Bulli. Und schon auch die Umwelt. Ne? Wir fahren ja Bus. Also, wenn ihr noch was sehen wollt, bleibt dran. So, meine Lieben, hier ist die Skyline von Münster schon zu sehen. Ich gehe mal gerade kurz hier rüber. Weil das Navi zeigt das irgendwie so merkwürdig an. Und dann sind wir gleich schon am Aasee. Ja, mittlerweile sind wir hier am Aasee. Wir rollen schon so gemütlich vor uns hin, wie ihr sehen könnt. Und es ist schon frisch. Ist recht windig. Aber es macht Spaß. Und jetzt kommt auch die Sonne raus. Und das Rollen an sich macht echt Spaß. Vor allem bei dem Untergrund hier geht das gut. Und zwischendurch kommt ja auch die Sonne raus. Und man ist nicht mehr ganz so wackelig, wie ihr merkt. Ich muss nur erst immer die richtige Position finden, wie ich die Füße habe. Aber das ergibt sich mittlerweile so. Das ist schön. Und auch die Farben hier, wenn ihr das seht. Ha, klasse. Ja, so schön wie es ist jetzt hier nach den ersten, weiß ich nicht, halben Kilometer, kommt Schotter. Wir gucken mal, ob wir da oben herfahren können. Da sieht es noch geteert aus, weil auf Schotter ist halt schlecht. Ja, wir haben die Seite mal gewechselt, weil da drüben war doch nichts mehr mit geteert. Aber hier oberhalb des Aasees, im Grunde eine Etage höher, ist dann doch ein guter geteerter Weg. Sagt uns so eine nette Dame vorhin. Und die Sicht auf den See ist trotzdem gegeben. Ab durch den Herbst. Also wie ihr vielleicht hier sehen könnt und auch hört, der Untergrund ist sehr rau und immer wieder geflickt. Ich empfinde es nicht als sonderlich angenehm zum Fahren. Und auch sehr kraftaufwendig, weil man nicht ganz so gut rollt, wie man sich das eigentlich wünscht. Aber es geht. So, hier können wir uns jetzt einmal rollen lassen und nehmen langsam an Fahrt auf da runter. Und dann versuchen wir links abzubiegen. Oder geradeaus fahren, ich weiß es noch nicht. Wir schauen mal. Auf jeden Fall besser als vorhin das ganze Bergauf und auf dem unangenehmen Teer. Hier ist schon ganz gut. Ja, es geht. Super. Wir haben uns jetzt gerade mal kurzfristig umentschieden und steigen jetzt um auf Wasserski. Nee, Quatsch. Aber eine schöne Ecke hier in der Sonne. Eine schöne große Trauerweide hier an der Ecke. Machen wir ein kleines Päuschen, weil mir schon wieder sehr, sehr warm ist. Aber bei dem Wetter, was will man machen? Man muss sich ja warm anziehen, weil 1 Grad ist halt nicht viel. Vielleicht sind es in der Sonne jetzt auch schon 2, 3 Grad, ich weiß es nicht genau. Aber trotzdem eine tolle Ecke hier. Wir bekommen gerade Begleitung. Ich versuche das mal ein bisschen ranzuzoomen.
Ah ja, ob das was geworden ist, ich mag es bezweifeln. Auf jeden Fall ganz viele Kraniche. Ja, wir sind ja am Bulli wieder angekommen. Es ist jetzt kurz nach 12. Wir waren jetzt gute 2 Stunden oder fast 2 Stunden unterwegs. Haben ja schon mal so eine Portion Reis gemacht. Vegetarisch und für mich jetzt gleich mit Fleisch. Und danach schauen wir mal weiter, was der Tag so ergibt. Aber so eine heiße Mahlzeit tut halt gut. Wie ihr seht, das dampft auch anständig. Danach kochen wir noch einen Kaffee und dann geht's weiter.